Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Cities Skylines. Und wir haben es in der letzten Folge geschafft, dass wir zu einer kolossalen Stadt aufgestiegen sind. Wir können jetzt wieder auf jeden Fall was Neues dazu kaufen. Ein neues Geländefeld und wir haben jetzt sogar richtig viel Kohle mittlerweile. Und wir haben jetzt einmal, das heißt, wir haben vier Touristen sogar tatsächlich, schon die ersten. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall einmal unsere Bahn auf jeden Fall mal verbinden. Das bedeutet, wir wollen einmal definitiv in diese Richtung ein Schienennetz aufbauen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie hoch man da geht. 15, 12? Ich weiß es nicht. Okay, wenn wir jetzt da lang gehen würden, wäre natürlich auch bescheiden. Irgendwie. Jetzt, das würde so gehen, sogar tatsächlich, okay. Hier habe ich ein merkwürdig. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall einmal entfernen hier. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch benötigt wird. Warum nicht? Bin mir nicht sicher. Aber fast nicht. Und das geht dann scheinbar wieder nicht. Das ist natürlich wieder toll. Okay. Na gut, dann machen wir da mal eine Überkreuzung sozusagen. Okay, so ist belegt, dann setzen wir mal woanders hin, zack. Dann haben wir hier noch unsere Bahn. Ne? Will er nicht, oder was? So, und ich würde da ganz gerne auf jeden Fall hier auch nochmal einen Bahnhof haben wollen, muss ich gestehen. Woanders? Hm. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Dann versuchen wir hier einmal. Also hier ist noch ein Feuerwehrhaus, okay. Müssen wir das einmal nochmal umsetzen. Dann haben wir hier nochmal unseren Bahnhof. So, dann müssen wir hier einmal die Schienen einmal entsprechend so hier langziehen. Zack. Sehr schön. So, und dann könnte es hier auf jeden Fall nochmal weitergehen. So. Okay, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall unser Schienennetz auf jeden Fall schon einmal langgezogen. So, Part Nummer 1 ist das. Wir gehen hier auch wieder auf 12 nach oben. Und gehen einmal hier so lang. Achso, oh. Kein Sinn. Okay, so, das heißt, das hier muss auf jeden Fall einmal versetzt werden. Zack. Okay. Das heißt, wir verlieren ja jetzt auch massiv viele Einwohner jetzt mal wieder. Aber gut, wir haben
Das dauert halt leider seine Zeit, bis da das geklärt wird. So, das heißt, wir verlieren hier einmal wieder Einwohner. Okay. Ja, Ort ist bereits belegt. Sehr schön. Ja, nicht. Was ist das? Eine Garage ist das. Oh. Wird da mal so hingebaut gehabt. Und jetzt zum Verhängnis. Okay, also das heißt, wir können hier natürlich allerdings auch nochmal den Lane-Verbinder auf jeden Fall nutzen. Wir haben ja jetzt hier... Aber wir haben ja eigentlich nur das hier. Und das und das. Okay. So, das bedeutet, unsere Bahn ist auf jeden Fall erstmal soweit so gut ready, würde ich sagen, ne? Ja, doch, kann man so sagen. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch an der Bahnschiene haben wir auf jeden Fall noch was. Ah, das ist okay. Hier ist ein bisschen was verloren gegangen, das ist okay. Das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. So, das heißt, was sagt denn jetzt an sich unser Bahnhof? Bahnhof hat erstmal auf jeden Fall nicht genug Strom, das ist schon mal schlecht. So, das bedeutet, da brauchen wir auf jeden Fall irgendwie mal ein bisschen Strom. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch, jetzt haben wir noch Müllberg, warum haben wir denn schon wieder Müllberg? Haben wir wirklich ein, nee, ein Müllproblem. Tatsächlich. Okay, so, dann haben wir hier auf jeden Fall noch unseren... unsere zweite Innenanlage. Können wir einmal auf jeden Fall hinbauen. So, dann haben wir... So, und das heißt, wir wollen ja auf jeden Fall so ein kleines Netz machen mit die... Weil wir mal gucken, dass wir einmal hier wieder nach oben kommen auf Stufe 12. Also hier ist wieder der Ort belegt, da haben wir wieder eine Hüpfburg, okay. So, das bedeutet, wir gucken mal, das heißt, wir haben hier unsere... Okay, das ist aber wahrscheinlich eins zu viel gegangen, okay. Krematorium, was irgendwie im Wege steht. Unsere Bahn. Okay. Tiefkühl gegangen, okay. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und direkt schön durchs Wohngebiet einmal, zack. So, und jetzt kommen wir hier wahrscheinlich wieder nicht. Potter. Aber wir können uns natürlich ein neues Gebiet kaufen. Dann kaufen wir uns diese Kachel gleich nochmal. So, und dann haben wir hier nämlich genau das gleiche nochmal. Das bedeutet, wir können hier nochmal...
Zack, wunderbar, sehr schön. So, und jetzt können wir definitiv auch nochmal Haltestellen finden. Aber eigentlich, das sollte eigentlich funktionieren. Class Narrow Station, okay. 16 Meters, okay. Also da gibt es auf jeden Fall einige Modifikationen hier. Ja, damit habe ich echt selten bisher immer gespielt, muss ich sagen. Zuglinie. So, Zuglinie wäre dann einmal von hier nach da und dann wieder zurück. So, dann wäre die nächste Linie, wäre einmal von hier nach hier hin und wieder zurück. So, dann hätten wir hier noch eine Linie. Einmal neue Linie hinzufügen und einmal hier hin und wieder zurück. Sehr schön. Und da fährt jetzt ein schöner Zug hier die ganze Zeit lang. Sehr, sehr schön. Müssen wir dann da natürlich trotzdem nochmal gucken, dass wir da verkehrstechnisch nochmal irgendwie nicht die Routen halt natürlich irgendwie ein bisschen niedriger machen, ne? Dass wir da wirklich einmal jetzt hier unseren Zug, dass wir da wirklich auch die Routen halt einmal wirklich ein bisschen weniger machen. Und wir könnten hier auch nochmal irgendwie andere Züge auf jeden Fall einsetzen. Fahrzeuganzahl, okay, gut, wir haben jetzt hier zwei Routen bisher, das ist ja alles mal. Wir haben ja jetzt allerdings schon wieder relativ viele Todesanzeigen hier überall. Verkehrsfluss ist auf jeden Fall in Ordnung. Woran liegt's? Das weiß ich auch nicht.